Es ist wunderbar, Luigi. Der Spezialkompass funktioniert und er weist auf einen völlig neuen Zugang hinab in den Untergrund. Ich habe die Stelle auf deiner Karte gekennzeichnet. Greif dir das Duo Spukophon und sieh dir die Sache an. Der eigentliche Zugang ist leider völlig zugerüppelt, doch draußen auf dem Vorhof gibt es eine Luke. Alles klar, können wir dann los, oder? Und jetzt kommt der Clou, der Spezialkompass ist der Schlüssel zu jener Luke. Spezieller gibt es gar nicht, oder? Hier, nimm. Lass uns nur noch kurz über die fehlenden Bauteile des Uhrturms sprechen. Wir suchen beide Uhrzeiger, den großen und den kleinen. Unsere gerissenen Geister haben beide Zeiger sicher weit und unter die Erde geschafft. Aber wenigstens weißt du, wo du hin musst. Immer schön abwärts. Viel Glück, Luigi. And here we go. Haha, super witzig, Alter. Let's go. So, we're back. Willkommen zurück zu C2 im Ingenieurshof. Wir gehen direkt in den Untergrund. Ohne groß Mätzchen zu machen. Und zwar habt ihr hier die Stelle, wo ihr euren Kompass platziert. Hallo? War so klar, oder? Willkommen. Finde einen Weg unter Tage, das war jetzt eher semi-schwer. Entschuldigung, was machst denn du hier? Entschuldigung. Ich nehme euch gleich beide Hops. So, als erstes Edelstein. Aber, ah ja, doch, Edelsteinzeit. So, ach, da hängt noch was davor. Ich, Otto, ich dachte mir schon, hä? Jetzt hat Edelsteinzeit. Aui! So, jetzt heißt es hier das Ding aufmachen. Das dürfen wir aber hinkriegen. Ah ja. Nehmt da einmal den Stein hier. Den platziert ihr einmal da drauf. Dann könnt ihr nämlich rein. Wunderbar. Hier ist. So, das ist ein Bomben. Super witzig. So. Hallo? Das Ding muss explodieren. Hier ist sich nicht hintraut. So, ihr könnt hier auch lang, oder beziehungsweise ihr müsst sogar hier lang, weil hier kommt ihr trotzdem nicht durch. Also trotz Explosion. Deswegen einmal hier rüber. Hier sowas wie eine Tür. Ah ja. Also es geht hier nur um Cash. Aber hey, wir machen es mit, oder? Let's do this. Okay, die erste Truhe war easy. Jetzt kriegt ihr gleich die Möglichkeit, müsst ihr eigentlich mehr oder minder zwei gleichzeitig aufmachen. Beschäftigt euch nicht mit dem Geist, sondern macht erst das Ding auf. Einmal hier, bevor die hier versinkt. Dann schnappt ihr euch einfach beide.
Und haben wir die auch. Schön. That's the money. That's the money. Ach, das ist nur ein Spiegel. Ah, netter Troll, Leute. Ich hab dich gesehen. Hallo? Hallo? Geh dich. Okay. Witzig, haha. Okay, das ist nochmal erledigt. Wir gehen erstmal hier nach rechts, um uns einen Edelstein zu holen. Und zwar geht ihr einmal hier hoch. Dann seht ihr ihn oben. Aui! Das ist der letzte Edelstein für diesen Level. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, euch eine Abkürzung aufzusprengen. Da ruft uns schon wieder jemand an. Hallo. Famos Luigi, du hast den Eingang von der anderen Seite aus zugänglich gemacht. Wenn die Geisterei erstmal gebändigt ist, versuche ich den Untergrund selbst. Fürs Erste aber sollten wir uns der Suche nach dem Uhrzeiger widmen. Ja, Digga, ich bin noch dabei. Ah, I remember this. Certain way. So, was haben wir hier? Okay. Alles klar. Ihr habt's gesehen. Rein mit dir, Otto. Also dann einmal hier dran gezogen. Ah ja. So nicht anders. So nicht anders. Oh, Alter. Also du hast wieder jede 2 Minuten an. Kannst du mich hören? Du tief unter der Erde. Die nur langen Tunnel auf deiner Karte. Der Hof muss auf einer Ruine erbaut worden sein. Sei keine, was dort unten auf dich wartet. Okay, alles klar. Ich glaube, von unten findest du die Uhrzeiger. Viel Knacks. Alles klar, Bruder. Danke dafür. Das Ding nehmen wir mit. Yeah. Ist ja aber noch keinen gebraucht. Klopf auf Holz. Oh Gott. It's time for a slide. Da, 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 da.
Hallo? Okay. So, dann gehen wir mal da runter. Ah ja, nächster Edelstein. Vor wegen, das war der letzte Edelstein. Das habe ich eigentlich. Da habt ihr noch einen Edelstein. Das war aber jetzt der letzte. Wowie. Okay. Haha, super lustig. Oh, die Schaufelmeier, ich hasse die Jungs. Erstmal ihnen die Schaufeln abnehmen. Aber Jungs, haut zu. Du auch, komm. Meine Kohle verbullen. Ja, was geht jetzt? Also diese lilanen Autos. Du bist schon mal weg. Jetzt hole ich euch. So, haben wir das auch. Uhu-Time, würde ich sagen. Ah, da ist er doch. Der Oktubus greift mit seinen sich schlängelnden Armen nach dir. Komm in meine Tentakel, Luigi. Lass dich von meinem Saugnäpfen drücken. Okay, Bruder. Vollgas. Lass den mal runterkommen. Muss irgendwo rechts sein. Wo ist denn der? Eieiei, also so Probleme hatte ich mit dem Buch noch nicht. Jetzt hat. Rein mit dir, du Otto. So, können wir weitermachen. Ich glaube, das war alles Collectible-mäßige, was es in der Welt gibt. In der Mission. Story. Oh. Ah, da haben wir noch ein paar Scheinchen liegen lassen.
So, die Tür ist auch offen. Nimm doch das Ding jetzt. Ich empfehle euch wirklich, ihr rennt hier komplett durch. Ich weiß, da gibt es auch Abzweigungen und alles. Rennt trotzdem durch. Jetzt könnt ihr gerne in die Abzweigung reingehen. Voll. So, also hier gibt es auch noch mal rein. Untengang ging auch noch eine Option. Da brauchen wir nur Pfeifen. Also das habe ich nicht so dunkel in Erinnerung. Da uns Geld sehr wichtig ist in diesem Spiel. Insgesamt. Was ist das jetzt hier? Alles geholt. Alle Cash, alle Leben, was auch immer. Edelsteine, Wuhu. Alles ist da. Nein. Oh, Brudi, komm hier. Müsst sie eigentlich nur anblenden, dann rennt sie irgendwie lost geradeaus. Und dann müsst ihr hier an diesem Ding ziehen. That's it. Nothing to it. Au. So, her mit dir. War klar, oder? Alles in dieser Geist, er ist mit der Uhrzeit fortgeflogen. Wir müssen ihn. Ich hol dich zurück zur Lebens. Lagebesprechung. Lebensbesprechung. Und das war's. Auf Ehre, Ladies and Gents. Mission abgeschlossen. Hervorragende Arbeit, mein Bester. Mumienverkleidungen, ha. Diese Geister sind wirklich für kleinen Schalk zu schade. Schicken wir die kleinen Schlauberger mal runter ins Gehege, ja? Rein damit. Boah, 2, 3. Läuft doch. Anständig Cash dabei.
Der ballonköpfige Poltergeist hat sich die Uhrzeiger geschnappt. Äußerst ungünstig. Als er erschienen ist, hat das Paraskop Saltos geschlagen. Er muss sehr mächtig sein. Andererseits können wir ihn dadurch aber auch leichter orten. Nehmen wir den Ingenieurshof rasch unter die Lupe. Schau doch so lang mal in den Gitspeicher vorbei. Eben hat einer der Geister einen Ausbruchsversuch gewagt. Tatsächlich.